Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder so ein kleines Opening machen. Ich habe mir nämlich wieder ein paar Kisten rausgesucht. Hier die Paragon-Kisten meine ich. Und zwar habe ich 5 Stück insgesamt. Ich will aber heute 6 Kisten aufmachen. Und zwar habe ich ein bisschen Ruf noch vorgefarmt. Ihr seht, ich habe jetzt hier schon wieder bei der 7. Legion 19.999. Heißt, wir werden uns, sobald ich die erste hier aufgemacht habe, dann noch 2 Kisten holen können. Eine werden wir uns sparen. Welche spare ich mir? Wo ich denn am wenigsten Ruf? Hier, Sturmwacht. Die werde ich mir dann sparen, weil man kann immer nur quasi eine leider im Inventar haben. Deswegen kann ich leider nicht mehr so große Openings machen, wie es auch schon jetzt in Legion der Fall war. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal rein, ob ich ein wenig Luck habe. Wir können ja, was ich beim letzten Video schon erwähnt hatte, diesmal nur Toys und Pets haben. Aber da ich die auch sammle, ne, farme ich natürlich auch hier dementsprechend die Kisten. So, jetzt schauen wir mal bei der ersten rein. Nein, ich habe halt nichts gekriegt, ne? Schade. Also, was war drin in der Kiste? Schauen wir mal einmal in den Chat. Wir haben bekommen hier 2500 Azeritenmacht quasi. Dann, ja, fast 4000 Gold. Dann 20 Dienstmedaillen, was sehr, sehr nice ist, weil die kann ich echt brauchen für das andere Mount, das ich leider noch nicht habe, für 750 Abzeichen. Und ein bisschen Kriegsressourcen, wobei ich sagen muss, von den Kriegsressourcen, ne, wirst du halt zugespammt. Jetzt habe ich schon mittlerweile 6000, obwohl ich jetzt eigentlich nichts Krasses farme, ne? So, Kiste Nummer 1 haben wir. Dann holen wir uns hier gleich nochmal eine Vorratskiste. Wenn ich die Quest abgeben kann. Ah, da haben wir sie. Die Vorratskiste Nummer 2. Die öffnen wir auch. Und ich habe wieder kein Toy gekriegt. Das ist doch bitter. Schade. Auch hier haben wir wieder, ja, sogar mehr Gold, ne? 4400 Gold ist drin. Wieder die Azerit. Macht und gut, die Ressourcen bzw. die Medaillen bleiben gleich, aber es sind 40 Medaillen, damit geht der Counter halt schon hoch, ne? Jetzt bin ich dann bald quasi bei der Hälfte. Oh, schon nicht schlecht. So, dann machen wir jetzt mal noch eine Glutordenkiste auf. Dort sieht es ähnlich aus. Oh, es wird immer mehr Gold. 4600 habe ich rausgezogen, aber auch wieder kein Collectible Item. Die nächste. Oh, jetzt bin ich hier, ne? Quasi auf Stufe 36 mit meinem Ali-Char. Und ja, wieder leider nichts. Also ich scheine ein bisschen Pech zu haben. Jetzt würde ich sagen, hole ich mir aber nochmal eine hier von der 7. Legion. Ich glaube, ich mache lieber Dino auf. Weil die ist, ja. Ja, genau, hier habe ich jetzt nochmal 107. Legion Ruf gekriegt. Hol mir lieber da nochmal eine Kiste. Das ist wahrscheinlich sogar sinniger, weil die Kisten kriegt man relativ schnell rein und sonst komme ich wieder nicht auf die 6 Kisten, bis ich das nächste Opening machen kann. Jetzt schauen wir mal. Dann machen wir noch die hier auf. Okay, ich habe halt wirklich gar nichts gekriegt, ne? Original nada niente. Das ist halt echt traurig, ne? Das ist halt echt richtig traurig. Und die mache ich dann gleich beim nächsten Mal, auch sobald ich wieder ein paar Kisten zusammen habe. Aber, wenn wir jetzt mal gucken, habe ich immerhin 60 von den Münzen gekriegt, was mir auch weiterhilft. Denn ich möchte nämlich den, ja, Mondpirscher noch haben. Der sieht sehr, sehr nice aus. Und ja, mal gucken. Vielleicht komme ich ja zumindest über Kisten da mal hin. Leider kein Toy, leider kein Pet für mich. Aber, naja. Ich werde weiterfarmen, vielleicht das nächste Mal. Und ja, das war's dann schon mit dem kleinen Opening-Video. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr da schon ein Item rausgezogen habt oder ein bisschen mehr Luck habt als ich. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.